Yo, 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 servus, mein Name ist Selecteknen und ich darf euch willkommen heißen zu einem weiteren GPL Season 5 Liga 2 Team Builder. Dieses Mal Spieltag 2 gegen den lieben Scout Lee und seinen Team die Götterboten. Kurzes Resümee zum ersten Spieltag, und zwar konnten wir 5-0 gegen den lieben Bokebazi gewinnen, was uns dann vorübergehend schon mal den ersten Tabellenplatz gesichert hat, und jetzt geht es darum, den zu verteidigen, schon an Spieltag 2. Und wir werden natürlich alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu erreichen. Wie gewohnt gehen wir zuerst mal kurz über Scout Lee's Team drüber, und dieses Mal versuche ich es wirklich kurz zu halten. Letztens war das ja für meinen Geschmack etwas zu lange. Mal gucken, ob diesmal geht es aber, glaube ich, minimal schneller, weil wir, was ich schon voraussagen kann, ist das das richtige Verb, weil ich meine, quasi, ich hätte das später nämlich sowieso gesagt, so, wisst ihr, ne, ich finde, wir haben ein gutes Matchup gegen Scout Lee, aber sehen wir es trotzdem als ein Team an. Wir sehen hier einen Latias mit dem Z-Stein. Latias hat halt das Problem, dass ich Magierna, ein Megaltaria und Relaxo habe, in so meinen Top-Spots. Also da sehe ich Latias schon mal ein bisschen, als unproblematisch an, weil es gegen mich halt ziemlich viel Probleme hat. Ich habe halt noch ein Quajutsu, das schneller ist, ein Mienschau, das Scarf ist und schneller sein kann, halt ein Keifel, das mit Ice Shard angreifen kann. Gegen Reuniclus macht Latias jetzt auch nicht die Welt, außer es hat den Shadow Ball. Also da bin ich eher guter Dinge und kann mir sogar vorstellen, dass Latias nicht mal kommt, also ich weiß nicht. Latias ging mein Team auf jeden Fall nicht so stark. Dann haben wir Mega Gyarados, haben wir das gleiche Problem. Mein S-Core, also Magierna und Altaria sind keine Counter, das auf keinen Fall. Aber sie können auf jeden Fall mit Step Gyarados sehr effektiv treffen. Wobei Mega Gyarados natürlich die Coverage dafür haben kann. Also Gyarados kann potenziell kommen. Ich habe natürlich wieder mit Rotom, Yanchao, Vajutsu eine Option und von mir ist auch Archeops eine Handvoll Scarfer, die das auch auf plus 1 Sort speeden können. Aber Gyarados ist auf jeden Fall kein Mon, das man unterschätzen darf. Also das sehe ich womöglich kommen. Dann Necrozma. Necrozma ist das größte Problem, das ich bei seinem Team sehe. Ich habe zwar Quajutsu, aber ein Double Dance Necrozma oder allgemein ein Setup Necrozma von mir ist mit Leftovers oder dem Schwächeschutz, das kann da mich schon vor Probleme stoßen. Da muss ich auf jeden Fall gucken, wie ich das irgendwie aufhalten kann, wenn es den Setup schafft. Aber in erster Linie haben wir halt natürlich mit Quajutsu und Mon, das dagegen einigermaßen klarkommt. Altaria wird jetzt auch nicht straight one-shotted von einem Necrozma, Magierna auch nicht. Also man hat, Necrozma wird auf jeden Fall schwierig haben zu setupen, aber wenn er setup, kann es wie gesagt gefährlich sein. Ich habe in der Theorie oder am Papier habe ich auf jeden Fall Sachen, die es vorerst mal handeln können. Nidoking. Nuking ist halt auch immer so ein Powerhouse und gegen meinen S-Core ziemlich gut mit Earth Power Sludge Wave, also Double Step trifft es halt Magierna und Mega Altaria ziemlich hart. Problem ist natürlich ein Relaxo, da muss halt die Super Power spielen, weil sonst kommt an einen Relaxo schwer vorbei. Reuniclus kann Nuking auch einigermaßen handhaben, außer durch den Megahorn. Dann haben wir Rotom. Ja, Rotom ist okay gegen Nuking, kann so ausgehen. Sind halt immun gegen die Earth Power, aber Sludge Wave wird halt auch einiges an Schaden drücken. Quajutsu ist schneller und kann es mit einem Step rausnehmen, most likely. Mienshow ist auch schneller, hat aber nicht die krasseste Coverage gegen Nidoking, aber kann einen Knockoff oder sowas rausholen. Keifel ist ganz gut gegen Nidoking, wenn es noch volle KP hat, weil Keifel tankt mit dem Evolit wahrscheinlich jeden Hit mit einem Earthquake und dann eine Ice Shard. Kann es, glaube ich, mehr oder weniger jedes Nidoking Set auf dem Planeten ausnehmen. Delmais ist passabel, er kann natürlich Ice Beam oder Flamethrower haben, deswegen Delmais nicht so krass gegen King. Archeops und Haunter, ja, weiß nicht, sind jetzt nicht die prädestinierten New King Antworten. Also New King ist auf jeden Fall eine Gefahr. Empoleon kann gut sein, dass es kommt. Es gibt halt einen guten Check gegen ein spezielles Altaria, aber hat natürlich Probleme mit Rotom, Heat, Keifel und Mienschau. Und teilweise mit Magierna. Also ja, Empoleon kann sein. Finde ich aber jetzt nicht so als Damage-Problem. Oder Damage-Problem. Main-Problem. Wir haben ein Entei. Sehe ich auf jeden Fall kommen. Wahrscheinlich mit der Offensivweste, weil das Beste ist, dass er vermutlich gegen ein Magierna spielen kann.
Da habe ich auf jeden Fall Angst vor, aber ich habe halt ein Relaxo, das potenziell die Fickfett haben kann. Megaltaria ist ein solider Check gegen Ente. Ich kann natürlich die Iron Head haben, die ihr mega wehtun wird. Kaiutsu ist dann auch nochmal so eine Art Late-Game-Antwort, schätze ich mal. Also ist Entei ist auf jeden Fall gut gegen mich, aber jetzt nicht das über-mega-drüber-Problem. Bundlebee ist halt das gleiche Problem wie bei Slurpuff am ersten Spieltag. Ist halt, kann halt setupen gegen mich, aber Magierna ist dagegen eine gute Antwort. Und Sticky Web ist halt fraglich, ob man das gegen mich bringt, weil ich habe halt einige Hazard Removal Optionen, plus ich habe die Trick Room Option, also ich weiß nicht, ob Trick Room gegen mich das Risiko wert ist, es auszuprobieren. Sticky Web. Also, Bundlebee eher nicht. Sehe ich eher nicht kommen, kann aber sein. Regirock ist gegen mich auch ein okayes Mon. Regirock kann man halt auch eigentlich theoretisch fast immer bringen. Ich habe jetzt halt einen Mienschau und Kwajutsu. Magierna ist ein Softcheck, sage ich mal. Altaria ist ein kleiner Softcheck. Gegen Reuniclus macht halt ein Regirock nicht so viel. Gegen Relaxo macht es im Endeffekt wahrscheinlich auch nicht so viel, außer Drain Punch. Ja, Regirock kann kommen, muss aber nicht sein. Electabuzz sehe ich dann eher potenziell kommen. Kann den Scarf haben, kann viel in mein Team damit auf jeden Fall sehr effektiv treffen. Vor allem Relaxo mit dem Kreuzhieb, den Eishieb für Altaria, das Erdbeben oder eine Feuerattacke für Magierna. Ice Punch für Delmeis, so Electabuzz ist auf jeden Fall problematisch, vor allem weil er eben den Kreuzhieb für meinen Keifel haben kann. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Keifel ist jetzt meine einzige Antwort gegen Volt-Switch-Taktiken. Portugal, ja, kann er vielleicht das Suicide Lead mitnehmen mit Spikes und Destiny Bond oder irgend sowas. Mal schauen. Aber Portugal ist immer so eher das Mon, das nicht kommt, sage ich mal. Dann Nocturne. Nocturne kann ich mir sehr gut vorstellen, weil er mit der Mach Punch erstens Kwajutsu revengen kann und es ist auch eines seiner besten Mons gegen Relaxo. Gut, was ist so die Quintessenz, das wir gegen ihn machen können? Wir haben auf jeden Fall viele Mons, die viele Sachen von ihm wollen. Darauf werden wir unser Team basieren. Problematisch kann auf jeden Fall Necrozma Gyarados werden und vielleicht Hazard Stacking T-Spikes von Nidoking. Dann schauen wir uns mal mein Team an, was wir da mitgenommen haben. Und zwar beginnen wir mit der Wieselig, unser Scarfer. Hat den Low-Kick, den Knock-Off, den U-Turn, den Toxic. Genug Speed, um ein Gyarados zu outspeeden. Auf plus 1. Ich glaube, wir outspeeden sogar Electivire auf plus 1. Moment. Also ein Scarf Electivire. Ich muss jetzt kurz die Speedwerte abchecken. Ich bin gleich wieder da, kurzer Cut. Gut, wieder da. Gut, ich habe jetzt nochmal in meine Notizen nachgeblättert und zwar outspeedet Mienschau ein Speedcreepen des Electivire. Also ein Electivire, das auf Rotom Speedcreep. Denn somit können wir ein hartes Wesen spielen, was ziemlich cool ist für den Damage Output. Low Kick tötet in der Regel fast jedes Mega Gyarados. Der Knock-Off, der kann sich vielleicht noch ändern zur Steinkante, zur Fassade. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was ich da jetzt im Endeffekt machen werde, weil jetzt einfach mal Knockoff drin, weil Knockoff bei einem Format mit Item Claws ziemlich praktisch ist. Und ja, der Rest ein bisschen aufgeteilt in Bulk, also ein bisschen KP, ein bisschen Death, um Crunch minimal besser nehmen zu können. Die 4 sind halt übrig geblieben wie ein Spare Death. U-Turn für Switch Advantage und das Toxin für sein Necrozma. Also wenn ich sehe, dass sein Switch in Mienschau immer Necrozma ist, dann werde ich einfach irgendwann mal Toxin drücken und dann sieht er ja, was er davon hat. Und das war's im Groben und Ganzen mit Mienschau. Als nächstes haben wir Michi Häupl, sein Debüt in dieser Season. Ein ziemlich physisch defensives Relaxo mit dem pfiffigen Wesen 236 in Verteidigung und HP und dann den Rest in die KP gepackt. Dann das klassische Return, Rest, Sleep, Lock, Cursed und den Überresten. Ist ziemlich gut gegen ihn, weil auf plus 1 kann mich ein Gyarados, ein Entei oder ein Electivire, weil vielleicht Choice bin mit Electivire, aber nicht mehr zu hitten mit ihren Kampfattacken. Beziehungsweise Entei wird halt. Ente kann sowieso nichts machen, weil ich Fickfett habe, aber Crunch von Gyarados nicht so gefährlich und der Cross-Chop von Electivire sollte auch
am aushaltbar sein. Ist halt ein ziemlich geiles Set, weil es gegen viele seiner Mons setupen kann. Galax hat ja sowieso einen ziemlich geilen speziellen Bulk, das heißt, es covert mich auch ein bisschen gegen Nidoking und Latias. Die Superpower von Nidoking wird halt auch nie 2-hitten, weil er den minus 1 Attack Drop kriegt. Ich glaube, Nidoking kann sogar Focus Blast. Wenn er Focus Blast Nidoking spielt, das könnte mich eventuell 2-hitten, aber da muss er erstmal zwei Focus Blasts treffen. Und ja, das Mon carried sein Team ziemlich krass. Er hat, ich sehe bei seinem Team halt ehrlich nicht krassesten Antworten dagegen. Er könnte natürlich Brille auf Empoleon spielen, aber das verzögert das Problem nur und behebt es nicht wirklich. So sein bestes Aus ist halt ein Choice Bandit Hitmonchan oder so. Sonst kann er halt echt nicht wirklich viel gegen Relaxo machen. Necrozma könnte zwar wahrscheinlich dagegen setupen, wenn er dieses berühmte Double Dance Necrozma ist, also mit Steinpolitur, Coal Mind oder Steinpolitur und Schwertanz. Aber da muss halt auch hoffen, dass ich die Return Turns nicht, also die Sleep Talks mit Return nicht kriege. Und ich muss halt schlafen auch nur, das ist auch eine Kondition. Also ziemlich viele Konditionen, die da erfüllt sein müssen, damit sein Necrozma gegen Relaxo das 1-on-1 gewinnt. Also ich glaube, ich bin da ziemlich gut aufgestellt mit diesem Relaxo und ich glaube auch nicht, dass ein physisch defensives Relaxo mit Curse direkt kommen sieht. Und da können wir vielleicht auch ein bisschen mit dem Überraschungsmoment arbeiten. Also ich bin großer Fan von Mihäuptl, der Bürgermeister von Österreich, der wird das schon carryen, glaube ich. Als nächstes haben wir mein Kwajutsu mit dem Schattenglas, dem scheuen Wesen wieder mal, dem Dark Pulse, den Wasserschuriken, den Verhöhner und den Stachler. Dark Pulse, by the way, Finster Aura zu Deutsch müsste es sein. Wir haben so viel Speed, um ein Latias zu outspeeden. Und Latias ist nach Wandel B auch sein zweitschnellstes Mon. Das heißt, Kwajutsu outspeedet prinzipiell alles aus seinem Team, außer seinen Scarfer und Wandel B. Das Schattenglas verstärkt unseren Dark Pulse. Water Shuriken ist cool, falls er hier Scarf Nidoking oder so hat. Oder halt auch gegen Electivire im Late Game was nice. Gegen Entei, wenn er nicht in Turbo Tempo gelockt ist. Apropos Turbo Tempo, jetzt seht ihr hier, ich habe 12 KP EVs und 52 Verteidigungs EVs. Die sind nicht nur random da, sondern die ermöglichen mir, dass ich einen Choice Bandit Extreme Speed von Entei nach Rocks und nach einem Poison-Schaden lebe. Poison-Schaden habe ich deswegen in die Kalkulation mit einbezogen, weil er ja möglicherweise T-Spikes legen kann. Also selbst wenn Rocks und T-Spikes legen, kann ich trotzdem Kwajutsu in Entei reinholen, den E-Speed safe tanken und dann mit einem Dark Pulse vielleicht abfeuern oder einem Water Shuriken. Wahrscheinlich wird sogar Water Shuriken in der Stelle besser sein, weil ich den Torrent Boost nochmal abstauben kann. Und das macht dann schon Spaß und ist fair. 28 nochmal in die Spedef, um Siedewassers. Ist die Mehrzahl von Siedewassers? Siedewassers? Siedewässer, oder? Von dem Polium besser zu nehmen. Und ja, sonst gibt es da nicht wirklich viel Verwendungszweck, weil ein Moonblast von Bundlebee oder eine spezielle Attacke von Latias werden uns wahrscheinlich trotzdem ausnocken, auch wenn wir 28 in die Spedef haben. Aber gegen Polium ist ganz nice. Obwohl Empoleon, wir haben natürlich den Verhöhner, um gegen Empoleon die Spikes legen zu können und Empoleon kann da nicht defoggen und wir haben die Spikes liegen und der Chip Damage, den wir durch Spikes gegen Sandin kriegen, wird noch später ziemlich praktisch sein, was ihr dann gleich sehen werdet. Und Dark Pulse, wie gesagt, Fred hat eigentlich ziemlich viel in seinem Team, vor allem seine Crossmar, dass er natürlich Probleme machen kann. Kann auch sein Gyarados, solange es nicht gemegert ist, zu hitten, glaube ich. Das ist auch ziemlich gut. Ja, allgemein, Kwajutsu gefällt mir in diesem Matchup. Ist halt ziemlich schnell, hat mit seinen Steps gute Coverage gegen ihn und Verhöhner und Spikes einfach, um den Hazard War ein bisschen besser zu managen. So, als nächstes haben wir die Kumpelblasen. Da haben wir ein ganz cooles Set, was ich da hier zusammen gebastelt habe. Und zwar haben wir die Offensivweste, spielen ein ruhiges Wesen, das ist minus Speed plus Spezialangriff mit Max HP und 52 Spedef EVs, das ermöglicht mir mit der Assault Weste einen Dragonium Z, wie heißt das? Ja, Dragonium Z ist der Z-Stein, die Attacke heißt Devastating Break von Latias zu tanken. Ich glaube, oder bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich denke sogar vom Fool, denke ich sogar den Never Ending Nightmare, also den Z-Spukball. Kann aber auch sein, dass das ein Roll ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall 128 Def habe ich nochmal reingepackt, um
einen von vollen KP einen Crunch von Mega Gyarados zu tanken, wenn es noch nicht geboostet ist. Und 4 sind mal übrig geblieben, den kann ich den Knockoff verstärken, den ich darauf spiele. Also da haben wir dann, wie gesagt, den Knockoff, den Psyshock, den Focus Blast und den Single Beam. Coverage reicht in sein Team im Endeffekt. Wir haben Focus Blast slash Single Beam für sein Mega Gyarados. Wir haben Single Beam für Latias. Wir haben Single Beam und Knockoff für Necrozma. Wir haben Psyshock für Nidoking. Wir haben Focus Blast für Empoleon. Gegen NT werden wir wahrscheinlich Psyshock kriegen, wenn wir überhaupt drin bleiben. Psyshock gegen Bundlebee, Focus Blast gegen Regirock. Ich sag ab und zu Regirock, ab und zu Regirock, ne? Psyshock gegen Electivire, Psyshock gegen Portugal, Psyshock gegen Nocturne. Und die Aufgabe von Reuniclass, also ihr seht ja, wir haben wieder Belebekraft hier im ersten Spieltag, ist einfach Hits von Nintendo wollte ich schon sagen. Nidoking und Latias zu spongen und dann wieder rausgehen. Und sich die Belebekraft abstauben und im Endeffekt forst wahrscheinlich einige Switches, vor allem Nidoking. Und er kann auch Mixed Nidoking mit Megahorn spielen, aber auch Megahorn, denke ich, dank den physischen Investment ganz nice. Knockoff natürlich, um seine Items abzuschlagen, weil das kann auch schon entscheidend werden, wenn ich sehe, okay, er hat darauf den Wahlschall oder so. Wenn ich ihn abschlagen kann, dann darf er nicht mehr den Wahlschall haben, dann kann ich da wieder ein anderes Item vermuten und so. Es bringt mich einfach in eine bessere Position, weil ich Informationen sammeln kann und Kumpelblase einfach. Einfach der Gott, muss man so sagen. Kumpelblase, das Set gefällt mir wirklich sehr gut. Als nächstes haben wir Fleur Missy, unser Magierna. Wir spielen die Schuke-Bäre. Das ist die Anti-Boden-Bäre. Ein ruhiges Wesen. Max HP, Max Special Attack und dann nochmal 4 in die Death. An Attacken haben wir den Dazzling Gleam, die Hinbauer Ground, Kraft des Boden, den Hard Swap, das müsste Statuswechsel auf Deutsch sein, ist glaube ich auch die Signature-Attacke von Magierna. Weil es können auch Bandremons, aber Magierna ist damit im Ubers ziemlich bunt. Und den Trick Room. Dieses Magierna hat mit der Coverage gegen sein Team eigentlich schon mal ziemlich gute Karten, weil er hat halt wirklich nicht geile Ground Resists. Und im Gegenteil sogar ziemlich viele Ground-Schwächen gegen Latias und Gyarados können wir Dazzling Gleam spielen. Auf Necrozma macht der Dazzling Gleam auch gleich viel Schaden wie ein Spukball, weil es ja den Prison Armor als Fähigkeit hat. Und das ist halt so ein kleiner Notstopp für seine Setupper. Also hier für Gyarados mit der Schuka-Bäre können wir ein Trick Room setupen und Dazzling Gleam drücken. Zack. Sollte er wirklich ein Double Dance Necrozma spielen, dann haben wir den Statuswechsel und wir tanken jeden Hit, mehr oder weniger, glaube ich, nie, auch wenn er jetzt natürlich plus 2 Erdbeben hat, sollten wir den auch wegstecken an der Schuka-Bäre und können einfach Hard Swap drücken und dann seinen Boost stehlen. Und wir drücken zuerst Trick Room und stehlen dann seinen Boost. Also wir können die Crossma auf jeden Fall entschärfen, danach können wir halt einen Counter reinholen. Das könnte vor allem praktisch sein, wenn er Weakness Ball ist in die Crossma ist, dann können wir eben seine ganzen Boosts wegschnappen. Krass wäre natürlich, wenn er hier Rock Polish Coal Mine spielt und wir können die mit Magierna snatchen, weil wenn er ein spezielles Setup mit Crossma ist, dann hat er wahrscheinlich keine krasse Coverage für Magierna. Das heißt, wir können sogar ein Quick Room setupen, Hardspot beisetzen und danach wahrscheinlich Return sweepen. Wäre ganz cool, wenn es funktioniert, auch im Notfall, eben wenn wir ein Trick Room setupen und irgendwann einen Morphin töten, haben wir halt plus 1 und können mit der Coverage ziemlich viel Schaden bei seinem Team anrichten. Als letztes Mon haben wir dann wieder mal Cloud9, unser Mega-Altaria. Dieses Mal ist es sogar weiblich. Ich habe ja in der Kadervorstellung gesagt, dass ich Mega-Altaria weiblich spielen will und habe es dann im ersten Spieltag leider vergessen. Bisschen bitter, aber machst du nichts. Ja gut, wir haben natürlich den Altaria-Nieten. Ein hartes Wesen. 252 in den Angriff, 140 in die Verteidigung und 116 in den Speed. An Attack haben wir die Rückkehr, das Erdbeben, den Ruheort und die Agilität. Gut, mit 116 Speed EVs und einem harten Wesen können wir nach einer Agilität seine potenziellen Scarfer ausschalten. Die da wären Nidoking, Entei und Electivire. Auch also mit Max Speed, nicht so wie Mienshow, wo es ein bisschen aus Speed gegeben ist, sondern Altaria und Speed die safe. Und darauf poker ich ein bisschen, weil er wird wahrscheinlich als Check für Mega Altaria in die Queen Scarfen und den Start Rage verdrücken oder einen Bolton Jab. Ich vermute sogar, dass er ein physisches New Queen spielen wird. Electivire kann, glaube ich, Eisenschweif und Entei kann Iron Head.
Weil Entei halt echt keine gute Mega-Altaria-Antwort ist. Ja, und dann können wir halt mir irgendwann sind jetzt gegen, was haben wir denn da? Sein Nocturne von mir aus, wenn er es mitnimmt. Können wir gegen Nocturne können wir. Nee, Nocturne ist das schlechteste Beispiel. Ja, egal gegen was. Mir fällt es gar nicht so leicht Setup, Altaria gar nicht sehe ich. Aber wenn es Setup theoretisch, dann können wir auf jeden Fall die Agilität drücken. Und dann ist, wenn sein Team angechippt ist durch die Spikes und ein bisschen Chip-Damage von Mienschau und Kumpelblase und so weiter, können wir sein Team relativ gut durchgehen mit Feen und Boden-Coverage. Die hat ja auch Magierna schon. Das sind quasi die gleichen Sets, ne? Und wenn er denkt, okay, ich hole jetzt meinen Scarf Newton rein, um das zu revenchen, wird es halt nicht klappen. Und allgemein hatte ich letztens eben auch in der Liga schon ein Problem. Da hatte ich Nidoking und er Altaria. Und da habe ich eben auch sein Altaria mit Scarf Nidoking revenched. Und ich habe jetzt letztens als Zufall gesehen, dass Altaria Agilität kann. Das war jetzt quasi eine göttliche Fügung gegen die Götterboten. Und ja, dachte mir, das machen wir doch. Gut, hier nochmal das ganze Team im Überblick. Ich schätze unsere Chancen relativ gut ein, weil wir das Matchup haben. Das Ding ist halt, dass gutes Matchup zu schlechter Prep verleitet und uns da natürlich irgendwas kalt erwischen kann, aber ich kann so viel sagen, dass ich mit der Prep sehr zufrieden bin. Ich habe da auch mehr Arbeit, glaube ich, als gegen Barts sogar reingesteckt. Also da habe ich echt viel rumgebastelt, weil ich zurzeit richtig im Flow bin, so was Prep angeht. Also es bockt zurzeit richtig. Und ja, hoffentlich können wir unseren Gameplan durchziehen, also alles gut anchippen und am Ende mit Magierna und oder Altaria durchgehen. Wäre natürlich schön, wenn es klappt. Und wir hoffen, dass uns Gauti nicht die größten funky Gimmick-Sets um die Ohren haut. Und weil das würde halt quasi die Prep ein bisschen zerstören. Ja, ich gucke nur mal kurz nach, wann der Kampf morgen kommt. Weil viel gibt es von meiner Seite nicht mehr zu sagen eigentlich. Ich glaube, ich bin relativ zufrieden mit dem Team. Das Matchup ist da. Und auch ein paar funky Splits mit Granger und Magierna bin ich ja immer Fan von. Und wir eröffnen sogar den Spieltag. Das heißt, morgen um 13 Uhr auf den Kanal von mir, das Scoutly. Ich weiß nicht, ob Scoutly live macht oder nachkommentiert. Ich glaube, den letzten Kampf hat er nachkommentiert. Ja, wie ihr auf seid, checkt auf jeden Fall Scoutly aus. Checkt alle anderen Spielteilnehmer aus natürlich. Und bis dahin macht's gut, haut da rein, euer Elis, servus! Ele Kids, glaub ich, die Crew, Ele Kids, glaub ich, die Crew. Ob bist du mit mir cool, gehörst du sicherlich dazu.